Mein Name ist Anja Schaluschke, ich bin die Direktorin des Museums für Kommunikation und ich freue mich, dass hier heute die Comic-Invasion stattfindet oder die Comic-Invasion. Das ist das dritte Mal der Fall, dass die Comic-Invasion bei uns zu Gast ist, jetzt zu einer ungewöhnlichen Jahreszeit. Eigentlich findet das im Frühjahr statt und wurde im Frühjahr verschoben aufgrund von Corona in der Hoffnung, es dann analog machen zu können. Nun ist es doch eine virtuelle Veranstaltung geworden. Aber was für eine virtuelle Veranstaltung? Wir haben zwei Tage ein ganz, ganz tolles Programm, das gestaltet wurde vom Team der Comic Invasion oder Invasion, ich sollte mich mal auf eine Variante einigen, und dem Museum für Kommunikation. Wir haben einen grandiosen Mix aus Lesungen, Gesprächen, aus Angeboten für Kinder. Wir haben heute Morgen schon ein tolles Quiz gehabt, das morgen auch nochmal stattfindet. Also es lohnt sich auf jeden Fall, zwei Tage lang dabei zu sein. Fester Bestandteil der Comic Invasion ist die Präsentation der Arbeiten der Berliner Comic-Stipendiatinnen. Der Senat für Kultur und Europa vergibt ein Stipendium an Comic-Künstlerinnen und wir zeigen bei uns hier im Museum die Arbeiten, mit denen sich die ausgezeichneten Künstlerinnen um dieses Stipendium beworben haben. Wir zeigen das in einer kleinen Ausstellung, sofern wir nicht geschlossen sind, so wie das im Moment leider der Fall ist. Aber wir werden hoffentlich bald wieder öffnen können und dann können Sie die Ausstellung bei uns bis zum 30. Mai 2021 sehen, also eine ganz schön lange Zeit. Im Podiumsgespräch, das nachher folgen wird, können wir die Künstlerinnen besser kennenlernen und ihre Arbeiten. Darauf freue ich mich schon sehr. Jetzt geht aber erstmal mein Dank an den Senat für Kultur und Europa, die dieses Stipendium ausgeschrieben haben und auch die Comic-Invasion unterstützen. Mein Dank geht an Stefan Neuhaus und sein Team vom Deutschen Comic-Verein, an das Team der Comic-Invasion und natürlich auch an mein eigenes Team hier im Museum für Kommunikation, die alle mit sehr viel Engagement und großer Begeisterung dieses tolle Wochenende möglich machen. Und last but not least geht natürlich auch mein Dank an alle da draußen in der virtuellen Welt, an den unterschiedlichen Bildschirmen und Lautsprechergeräten. Lassen Sie uns das Comic, Ding Comic, ein ganzes Wochenende lang feiern. Darauf freue ich mich sehr. Viel Spaß dabei. Und jetzt übergebe ich das Wort an Stefan Neuhaus, der auch zur Begrüßung noch etwas sagen möchte. Vielen Dank, Herr Neuhaus. Ja, liebe Comic-Freundinnen und Freunde, liebe Frau Schaluschke, erst einmal gleich zurück einen herzlichen Dank, dass wir hier das Stipendium präsentieren können, auch unter diesen schwierigen Bedingungen. Herzlichen Dank auch an Ihr tolles Team, die das möglich gemacht haben. Und ein ganz großer Dank geht an den Berliner Senat, der in diesem Jahr oder für dieses Jahr das Stipendium nochmal aufgestockt hat. Es sind 5 Stipendiatinnen und Stipendiaten, die finanziell unterstützt werden. Und man muss auch sagen, dass das große Stipendium mit 24.000 Euro das bisher größte und umfangreichste in Deutschland ist. Wir wissen ja alle, wie aufwendig es ist, einen Comic zu zeichnen. Es ist eine einsame Arbeit, es ist eine anstrengende Arbeit, eine vielseitige Arbeit und die nimmt viel, viel Zeit in Anspruch. Das kann 1-2 Jahre dauern, bis so ein Projekt fertig ist. Die Bücher sind ja auch manchmal 100-200 Seiten lang oder noch mehr. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass es hier eine öffentliche Förderung gibt für die Künstlerinnen und Künstler. Und in dem Zusammenhang hoffen wir auch, dass diese Unterstützung nicht nur im nächsten Jahr vom Senat gegeben wird, sondern auch die Jahre darauf. Vielleicht auch mit einer kleinen oder größeren Erhöhung und einem größeren Umfang. Das ist deswegen auch so wichtig, weil wir in der Jury festgestellt haben, es gibt unglaublich viele Bewerbungen. Für dieses Jahr waren es 60. Für das nächste Jahr haben sich schon fast wieder 80 Personen beworben. Das ist einfach dann für die Jury unglaublich schwer,
nur 4 bzw. 5, wenn man das Auslandsstudium dazu nimmt, das Auslandsstipendium, dann ist es ganz schwer, eine kleine Auswahl zu treffen. Also wir bitten euch alle, die ihr jetzt hier zuhört und zuseht, alle Zeichnerinnen und Zeichner, die in Berlin wohnen, bewerbt euch, bewerbt euch, bewerbt euch. Eine wiederholte Bewerbung ist möglich und kann auch zum Erfolg führen. Das hat die Jury in den letzten beiden Jahren auch gezeigt. Da war eine wiederholte Bewerbung dabei, die dann das Stipendium bekommen hat. Frau Schaluschka hat es schon erwähnt, wir haben ja immer die Zeichnerinnen und Zeichner mit einer kleinen Ausstellung geehrt. Sie wird auch in diesem Jahr im Museum zu sehen sein. Leider zurzeit nicht, weil die Tore geschlossen sind. Aber wenn das Museum wieder aufmacht, bis Ende Mai wird ja sicherlich die Gelegenheit sein, dann hierher zu kommen. Ganz herzlich möchte ich mich auch bedanken bei dem Team der Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Vorher war das Frau Dr. Wagner, jetzt ist das Frau Engelmann, die diese Aufgabe übernommen hat. Sie haben uns sehr, sehr gut unterstützt und sie haben sich sehr dafür eingesetzt, dass dieses Stipendium einen festen Stand in Berlin bekommt. Leider ist Frau Engelmann heute nicht hier und verhindert. Das ist ja schade, aber ich hoffe, dass wir weiter so gut zusammenarbeiten wie bisher. Jetzt bitte ich Lars von Thörne und die Zeichnerinnen und Zeichner, ihre Arbeit vorzustellen. Viel Spaß dabei. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, jetzt gleich mit 4 Stipendiatinnen hier live sprechen zu können und eine 5. ist zugeschaltet. Mein Name ist Lars von Thörne, ich bin Redakteur beim Tagesspiegel und habe hier zu meiner Linken Mazen Kerbasch, dann Sophie Arz, Nele Brönner und Philipp Deins. Und zugeschaltet von zu Hause Aisha Franz. Hallo Aisha, wir freuen uns sehr, auf diesem Wege auch mit dir zu sprechen. Und wir werden uns jetzt ein bisschen genauer angucken, worin denn die Projekte der 5 GewinnerInnen bestehen und was die Besonderheiten sind, wie die erarbeitet wurden. Nele Brönner, vielleicht kannst du als Gewinnerin des Hauptstipendiums, was mit 24.000 Euro dotiert ist, 2, 3 Sätze zu dir als Künstlerin sagen und auch ganz kurz in 1, 2 Sätzen sagen, worin es in deinem Projekt geht, worum es in deinem Projekt geht. Also ich habe mich mit meinem quasi ersten richtigen Comic für das Stipendium beworben. Ich habe vorher Comics von ein paar Seiten gezeichnet und viele Kinderbücher gemacht, gezeichnet und geschrieben. Also hauptsächlich bin ich Illustratorin und genau dieses riesige Stipendium hat mir halt die Möglichkeit verschafft, mich jetzt einem langen Buch über ein Jahr zu widmen und es wird bestimmt auch noch ein 2. Jahr dauern, bis es fertig ist. Genau, und da gucken wir auch gleich mal etwas genauer rein. Philipp Deines, du hast eines der Förderstipendien bekommen, mit 8.000 Euro dotiert. Vielleicht kannst du auch kurz 2, 3 Sätze zu dir und deinem Projekt sagen. Ja, ich bin Philipp Deines und ich habe schon immer gezeichnet und war vorher vielleicht eher in dem Kunstbereich unterwegs und als freier Illustrator und ja, arbeite jetzt schon länger an dem Projekt über Hilma af Klint. Das ist eine Künstlerin, die schon sehr lange, vor Kandinsky im Prinzip schon abstrakte Bilder gemalt hat und meine Frau hat eben die große Biografie darüber geschrieben, deswegen saß ich immer direkt an der Quelle der Information und habe auch für sie schon für Talks Zeichnungen gemacht, dass sie in PowerPoint-Präsentationen was zum Zeigen hatte. Ja, und so kam das zu diesem Projekt. Gut, das gucken wir uns auch gleich mal etwas genauer an. Aisha Franz, du bist ja per Zoom zugeschaltet. Vielleicht kannst du auch 2, 3 Sätze zu dir sagen und zu deinem prämierten Projekt, was auch mit einem Förderstipendium ausgezeichnet wurde. Ja, gerne. Also ich habe mich beworben mit dem Projekt namens Work-Life Balance. Ich habe das Stipendium oder die Ausschreibung ein bisschen als Ansporn gesehen. Wieder, also ich arbeite immer viel. Ich habe mein letztes Buch, Shit is Real, das bei Reprodukt erschienen ist. Das war 2016 und hatte seitdem auch an keinem längeren Comic mehr gearbeitet. Und es war so ein bisschen so ein Ansporn, quasi auch so ein Material, was schon existierte, wo ich schon irgendwie veröffentlichte Sachen oder Mini-Comics gemacht habe, irgendwie zu einem Buch zu machen. Und so kam das dazu. Also wieder quasi so ein Startschuss für ein neues Projekt. Genau. Ja, danke. Das schauen wir uns auch gleich mal etwas genauer an. Ein weiteres Förderstipendium ging an Mazen Kerbasch.
der vor einigen Jahren aus Beirut nach Berlin gezogen ist und hier jetzt unter anderem auch mit Hilfe seiner eigenen Kunst sehr gut Deutsch gelernt hat, aber wir trotzdem das Gespräch hier auf Englisch machen. We will have the talk in English, because it's a little more fluent. So Mazen, maybe you can briefly say the supporting scholarship you got for your project, Antoine. Maybe you can say in two or three sentences a little bit about your artistic background and what this project is about. I'm Mazen Kirbaj. I'm a mostly visual artist and comics artist. Mostly I'm because I'm a musician also, but in comics I really work since I'm 14 years old. It's the first time ever I'm working on a long project in the sense that usually I don't have time, nor the time nor the money to be able to free a full year or something. So usually I work on short stories, and this time I'm really very happy to be able to work on this really long project. Antoine is the name of my father, and he is a very well-known actor, theater actor in Lebanon. So through his biography and mine, I visit again the âge d'or of the Lebanese intelligentsia before the civil war, etc. So yeah. Also Mazen ist, seit er 14 Jahre ist, zeichnet er, ist aber auch Künstler in vielen anderen Disziplinen, als visueller Künstler sowohl als auch als Musiker. Hat viele Kurzgeschichten veröffentlicht, Comic-Kurzgeschichten. Das ist jetzt sein erstes längeres Projekt, Antoine. Es ist der Name seines Vaters, der ein im Libanon sehr bekannter Schauspieler ist, mit dessen Leben und Kunst er sich beschäftigt und sozusagen das goldene Zeitalter der Intelligenzia im Libanon vor dem Beginn des Bürgerkrieges dabei thematisiert. Und Sophie Arz, du hast das Paris-Stipendium bekommen, was mit 15.000 Euro dotiert ist. Vielleicht kannst du auch kurz ein bisschen zu dir sagen und zu deinem Projekt. Ja, genau. Also ich bin Sophie und auch Zeichnerin und lebe in Berlin und arbeite hauptsächlich zu selbstgestellten Themenbereichen, die ich aus unterschiedlichen Bereichen wie Wissenschaft, Philosophie oder auch meiner Umgebung ziehe und bin auch immer so ein bisschen zwischen den Stühlen, zwischen freier Kunst, Illustration, Comic und genau, jetzt in meinem Kulturaustauschstipendium in Paris möchte ich mich mit dem Jardin du Plant beschäftigen und die Entstehung der Naturwissenschaften in Europa untersuchen und in einer Graphic Novel umsetzen, was für mich sehr spannend ist, weil ich auch noch nie so viel mit Text in meinen Bildern gearbeitet habe, sondern es eher als Hintergrundrecherche für mich genutzt habe und genau bin gespannt, wie das dann mit meinen Zeichnungen zusammenkommen wird. Ja, wir schauen ein bisschen genauer jetzt mal in die einzelnen Projekte. Nele, du hast ja schon gesagt, du bist unter anderem auch Kinderbuchillustratorin, hast prämierte Bücher veröffentlicht, Begel, der Egel, Frosch will auch. Nach den Egeln und den Fröschen hast du dich jetzt einer weiteren Tierart gewidmet, nämlich den Ponys. Wie kam es denn dazu? Die Tiere verfolgen mich. Also ich habe... Es heißt Pony-Ethnologie und ich habe es basiert auf der Arbeit einer Ethnologin, Anja Schwanhäuser, die hier in der Nähe von Berlin einen Ponyhof erforscht hat. Also es geht primär eigentlich um die Mädchen, die auf dem Ponyhof ihr Coming of Age erleben und was die so machen und woher diese unheimliche Liebe zu den Pferden kommt. Aber die Ponys haben natürlich auch eine wichtige Rolle bei der Geschichte und Anja Schwanhäuser hat 1,5 Jahre auf dem Ponyhof Feldtagebücher geschrieben. Die lese ich jetzt und ich war auch selber da und habe Ponys gezeichnet, was dann auch dazu führte, dass ich mit den Mädchen und den anderen Menschen da total gut ins Gespräch gekommen bin. Und wie weit war das eine Kooperation dann auch zwischen dir und Anja Schwanhäuser oder ist deren Projekt quasi abgeschlossen und du nimmst das jetzt als Ausgangspunkt für dein eigenes? Also ihre Forschungsarbeit ist abgeschlossen und sie stellt mir die quasi zur Verfügung und wir diskutieren ganz viel, aber mein Projekt ist eine eigenständige künstlerische Arbeit. Und als drittes, was noch so damit dazu kam, womit ich auch überhaupt nicht gerechnet habe, ist, dass ich jetzt diese Menschen wirklich kenne. Vorher habe ich halt immer Bücher über Tiere oder Menschen gemacht, die ich mir eigentlich ausgedacht habe oder die ja viel, viel fiktionaler waren als diese realistischen, wirklichen Personen, mit denen ich gesprochen habe und wo ich mir jetzt irgendwie überlegen muss, wie entfremde ich das wieder. Ja, in einigen Bildern, die du uns zur Verfügung gestellt hast, sieht man ja auch, wie du die Mädchen bei dem Alltag da auf dem Ponyhof begleitest, wie du eben auch sie ganz persönliche Dinge erzählen lässt.
wie fanden die das denn, dass da jemand ihnen so genau auf den Mund schaut und ihnen zuschaut? Und wie weit gab es da auch einen Austausch mit denen über das, was du da aufgenommen hast? Also ich glaube, die fanden das erstmal interessant, vor allem wenn ich da so gesessen habe und die Ponys gezeichnet habe. Jetzt sieht man ja gerade so Skizzen oder Zeichnungen, die ich ziemlich am Anfang des Projekts gemacht habe. Das ist auch eine Zeichnung aus meiner Bewerbung. Und ich glaube, da bin ich dann noch viel näher an der Realität und ich habe dann im Arbeiten halt versucht, mich davon zu entfremden, weil ich habe dann auch so viele Mädchen kennengelernt und so viele verschiedene Ponys und dass ich die einfach zu einer Figur zusammenziehen muss. Zum Beispiel die Hauptprotagonistin setzt sich aus mehreren Charakteren zusammen. Und hier sieht man jetzt so Skizzen, das sind dann auch Skizzen, die direkt vor Ort entstanden sind, wenn ich das richtig sehe. Ja, also ich habe ein Skizzenbuch und habe oft mit meinem Hocker da so am Feld gesessen. Genau das ist eine Zeichnung oder ein Foto von meinem Skizzenbuch, das ist wirklich von dort. Und die Zeichnung davor, das ist, also die Tuschezeichnungen sind dann zu Hause, Gedächtnisskizzen. Ja, ich habe aber auch viele Fotos gemacht, Es ist einfach super viel passiert ist. Und es ist auch das erste Mal war, dass ich so wirklich vor Ort gesammelt habe und es nicht so in meinem Kopf zusammengebaut habe. Bist du denn selbst auch ein Pferdemädchen, so lautet ja der Titel von Anja Schwanhäusers Projekt. Ist das für dich auch ein persönliches Projekt, weil eine persönliche Beziehung da ist? Auf jeden Fall. Also ich lebe ja mitten in Berlin, ich bin jetzt kein Pferdemädchen mehr, aber ich war es in meiner Jugend und finde Pferde immer noch toll. Und ich finde aber auch dieses Phänomen Pferdemädchen halt total interessant. Also es geht ja auch um ein Rollenmodell, es stellt ganz viel feministische Fragen, wieso Mädchen, wieso Pferde, wieso diese ganzen Zuschreibungen, dann ist da unheimlich viel Popkultur drin. Das sind Sachen, die ich jetzt wieder total spannend finde. Vielleicht kannst du uns ein bisschen auch an deinem künstlerischen Prozess teilhaben lassen. Wir sehen hier Skizzen, wir haben dann getuschte Bilder gesehen. Genau, das ist mein Skizzenbuch. Ja, und zum Beispiel zu dieser Skizze, das ist eine Zeichnung von einer Hengstshow. Also weil so romantisch ist das gar nicht mit den Pferden, weil die Pferde sind auch tatsächlich Sportgeräte. Also die sind so ungefähr wie ein Auto, die haben einen Wert und werden verkauft. Und es gibt da totale Dramen. Die Mädchen hängen trotzdem ihre Herzen da dran und dann plötzlich ist dieses Pferd weg, weil es eben 15.000 Euro wert war. Und ja, das war so eine Szene, die mich ganz doll beeindruckt hat und wo ich dann halt später die Zeichnung, die man am Anfang gesehen hat, gemacht habe. Und um einfach abstrakter zu werden, habe ich jetzt angefangen, in verschiedenen Auszügen zu zeichnen. Das heißt, ich habe mich für 3 oder 4 Farben entschieden und ich zeichne, also hier sieht man, es sind 4 Farben und ich zeichne immer auf einem Blatt eine Farbe mit Tusche, wie man das so früher mal für Siebdrucke gemacht hat und legt das jetzt am Computer zusammen und genau, das ist dann irgendwie so eine strenge, formale Technik, die mich dazu zwingt, mich so ein bisschen zu entfremden von dem, was ich da wirklich gesehen habe. Und man sieht jetzt auf diesen Bildern, die Folgen, sieht man einige der Details, die eben zum Reitalltag dazugehören und dann vor allem Figuren. Sind das Figuren, die dann auch sozusagen tragende Figuren in einer erzählenden Handlung sein werden in dem Buch? Genau, also da sind ja jetzt auf der linken Seite die Skizzen, meine Bleistiftzeichnungen und rechts dann die fertigen Figuren. Und das ist jetzt wirklich wie so ein Panorama, was vielleicht am Anfang von dem Comic sein könnte. Und die sind die Hauptdarsteller. Und jetzt kommt aber auch schon wieder die nächste Seite dazu, weil jetzt doch noch so ein paar Nebencharaktere gibt und ich gemerkt habe, ich brauche noch unbedingt eine Gymnasiastin, die mit der und der befreundet ist. Und ja, dann gibt es noch eine Seite, an der ich gerade zeichne, wo die ganzen Ponys nochmal vorkommen, weil die haben ja auch, also die haben wahnsinnig tolle Namen und auch eben ihren eigenen Charakter. Ja, ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Vielen Dank erstmal für diese Einblicke. Philipp Deins, du hast ja schon in der Kurzvorstellung gerade eben gesagt, die schwedische Künstlerin Hilma af Klint ist Thema deines Werkes. Sie ist 1944 gestorben, ihre Arbeiten waren ja lange unter Verschluss.
Was hat dich an ihr insbesondere gereizt als Person? Wie hast du dich dafür entschieden, sie zum Thema deiner Arbeit zu machen? Ja, also wie gesagt, meine Frau hat ja die Biografie geschrieben. Von daher habe ich während der Jahre, wie sie recherchiert hat, immer viel mitbekommen. Und wir sind auch gemeinsam nach Schweden gereist. Und ich habe natürlich irgendwie ihre Bilder gesehen und zunehmend verstanden, worum es ihr ging. Und also wirklich so klar wurde das mit dem Projekt, dass ich Bock hätte, irgendwie einen Comic draus zu machen, wurde eigentlich, ich habe die erste Illustration dazu gemacht. Da habe ich sie so als Mädchen an der Klippe stehen gelassen. Das wird wahrscheinlich auch das Titelbild dann werden, weil ihre Schwester ist gestorben, als sie 18 war. Da, als 10-Jährige ist die eben an einer Lungenkrankheit gestorben und Afklint heißt von den Klippen und dann steht sie eben sozusagen an den Klippen und schaut auf das Meer raus und irgendwie ist sie mir dann als so Female Character, so als Comic-Heldin irgendwie ganz einleuchtend gewesen und ja, auch, dass sie, sie hat Zeit ihres Lebens Geister gehabt, mit denen sie gesprochen hat und die sie bestärkt haben, ihre Kunst eben weiterzumachen, was teilweise wirklich absurd große Bilder waren, über in kurzer Zeit, in wenigen Wochen gigantische Quadratmeter, tolle spirituelle Gemälde gemalt und ja, also sie ist so eine Heldin und das ruft nach einem Comic, also deswegen habe ich das gemacht. Ja. Genau, hier sieht man ja eine Doppelseite und hier sieht man eine weitere, wo man eben auch schon bestimmte Elemente sieht, die den Comic wahrscheinlich auszeichnen werden, weil man eben zum einen die reale Biografie zum Thema hat, aber dann werden eben auch diese spirituellen Ebenen, die du angesprochen hast. Sie war eine sehr spirituelle Künstlerin, hat abstrakt gemalt, aber hat eben auch Kontakt mit höheren Wesen gehabt, Übersinnliches sichtbar machen wollen. Wie weit hat das auch deine Arbeit als Künstler visuell dann beeinflusst? Ja, also zum visuellen Thema ist, finde ich, die Künstlerbiografie als Comic ein spezielles Problem, so, weil oftmals wird es ja so gemacht, dass dann, sag ich mal, Picasso-Style, also wenn man eine Biografie über Picasso zeichnet, dann wird so ein bisschen der sehr Picasso-Style reingenommen und das wollte ich tunlichst vermeiden, deswegen habe ich mich auch für so einen sehr klassischen Comic-Stil entschieden. Aber trotzdem kommen natürlich irgendwo ihre Elemente drinne vor, also dann eben in dieser übersinnlichen Sphäre sozusagen. Sie hat zum Glück auch teilweise Zeichnungen von den Geistern gemacht, die mit ihr gesprochen haben und so. Die sind dann eher sehr symbolhaft, aber so schwirren halt ständig die Geister rum in ein bisschen abstrakter Form und sprechen halt auch mit ihr. Und ja, also das ist, denke ich, visuell und auch erzählerisch ganz interessant. Ja. Mhm. Deine Frau hat ja, wie du schon sagtest, als Kunsthistorikerin ein Buch über sie geschrieben. Julia Voss ist ihr Name. Die Menschheit in Erstaunen versetzen ist der Titel. Es gab auch einen Kinofilm über Emma Afklint. Also es gibt offenbar sehr viel Material. Wie weit hast du das dann 1:1 als Grundlage genommen? Oder wie weit hast du auch noch ganz eigene Recherchen oder vielleicht sogar noch Fiktives für dich hinzu erarbeitet? Ja, also trifft alles so zu. Also die Menge ist großes Problem. Also ich mit dem Storyboard habe ich wirklich sehr, sehr lange gearbeitet und um das einfach, was du jetzt auch sagtest zum Beispiel, dass verschiedene Figuren in eine Figur zusammengeschmolzen werden müssen, einfach in Aspekten, weil anders kriegst du es nicht hin. Ne? Ich habe mich jetzt auf 128 Seiten beschränkt, was auch immer noch wahnsinnig viel ist, finde ich so. Und ja, also da arbeitet man einfach mit dem Material über Wochen, Monate und schneidet raus und schmeißt raus und setzt zusammen und so weiter. Also wie so ein Film im Prinzip. Und ja, also das ist, denke ich, sozusagen die Hauptarbeit im Storyboard und dann in der visuellen Umsetzung eben die verschiedenen Eindrücke zusammenzubringen. Achso, genau, und was so eigene Recherche angeht, habe ich im zweiten Kapitel geht es eben auch viel um ihre Familiengeschichte. Die waren immer Seefahrer und der Großvater hat eben den Sveriges Sjöatlas, also so weltweiten Seeatlas gemacht und da fand ich halt diese Parallelität interessant, dass er im Prinzip auch Unsichtbares sichtbar macht, was sie dann Generationen später sozusagen in ihrer Kunst auch macht. Und da habe ich eben was, da gibt es eine ganz berühmte Schlacht im Schwedisch-Russischen Krieg, da habe ich nochmal richtig recherchiert, was bei meiner Frau vielleicht nicht so eine prominente Rolle spielt, weil ich auch Bock hatte, die Schiffe und so zu zeichnen. Und genau, also da sind sicherlich auch nochmal eigene Interessen, haben da eine Rolle gespielt. Ja, aber es ist ein großer Kampf alles. Du hast ja schon gesagt, sie war eine Pionierin, hat abstrakt gemalt, lange vor Kandinsky, Mondrian und Co., wurde trotzdem erst sehr spät entdeckt. Hm. Zu Lebzeiten hatte sie zwar Ausstellungen, aber der ganz große Erfolg war ihr verwehrt.
vielleicht auch, weil diese spirituelle Ebene, der Zugang zu den höheren Wesen, den sie direkt zu haben meinte, vielleicht auch nicht jedem Betrachter gleich zugänglich war. Wie weit ist das eine Weltsicht, die dir schnell zugänglich war? Eigentlich nicht so, aber das ist jetzt so mit der Zeit mehr und mehr gekommen. Also parallel habe ich auch vor 2 Jahren also angefangen, Yoga zu machen. Ich glaube, das hat sich irgendwie so ganz gut miteinander verbunden, so, weil vorher konnte ich mit diesen spirituellen Fragen nicht so viel anfangen. Und ja, also jetzt habe ich mich mit ihr so viel auseinandergesetzt und sie hat wirklich einfach tolle Sachen gemacht. Sie ist in die Natur gegangen und hat einfach von Naturbetrachtung ist sie wirklich zu so einer ganz eigenen Weltsicht und zu einem System gelangt und hat eben allen möglichen Pflänzchen verrückte Eigenschaften wie Neid oder Missgunst zugewiesen, wo man nicht drauf kommen würde. Und die Welt ist einfach ziemlich explodiert bei ihr und da an ihr kann man einfach sehen, wie sich das lohnen kann, denke ich, auch ein bisschen zu schauen, was es sonst noch so gibt, außer dem Nicht-Sichtbaren. Und ja, also da habe ich mich auch auf jeden Fall auf die Suche gemacht damit. Sie hatte dann ja wirklich sehr spät, also posthum, einen enormen Erfolg. Große Ausstellungen in New York, in Berlin waren ihre Werke auch zu sehen. Mhm. Also einerseits sehr erfolgreich, aber eben erst posthum. Vorher weniger. Wie weit ist es auch eine tragische Künstlergeschichte, die du dann erzählst? Nee, ich finde es gar nicht tragisch, weil also sie hat auch das nicht so interessiert. Also Kandinsky finde ich übrigens auch einen tollen Künstler, war auch sehr an spirituellen Fragen interessiert, aber war im Unterschied zu ihr also ein Marketingprofi, der hat einfach mit den Journalisten zusammengearbeitet und an dem Bild, was er eben abgeben will, mit herumgefeilt und auch das angeblich erste abstrakte Gemälde ganz strategisch irgendwie gehandhabt. Und das hat sie halt alles gar nicht gemacht und sie hat das auch nicht interessiert, am Kunstmarkt in Galerien erfolgreich zu werden. Sie wollte die Welt ja verändern. Sie wollte auch die Kunst der Anthroposophie werden und in Tempel bauen, und wo ihr einfach dass die Menschen durch die Betrachtung ihrer Gemälde auf ein anderes Level kommen. Und also das finde ich eigentlich völlig untragisch so und genial einfach auch. Sie hat das Feedback von den Menschen nicht bekommen, aber sie hatte immer die Geister, die ihr gesagt haben, es ist großartig, was du machst, keep on going. So. Und irgendwann haben sie halt auch gesagt, okay, dann egal, pack's weg, so 20 Jahre nach deinem Tod können wir es wieder rausholen und dann sind die Menschen vielleicht bereit. Es hat noch ein bisschen länger gedauert. So. Und das mit diesem Spirituellen, das war wirklich auch jetzt, als dann diese ersten größeren Ausstellungen kamen, tatsächlich von Kunstkritikern, Kunsthistorikern erstmal so ein Gegenargument von wegen, ja, okay, es ist eigentlich nicht abstrakt, es ist eigentlich spirituelle Kunst. Ja. Ja. Und genau, also das ist witzig, dass das irgendwie auch immer so als Gegenargument gegen Abstraktion im Prinzip irgendwie funktionieren soll. Mhm. Also, ja. Hier sieht man jetzt auch eine deiner Skizzen. Vielleicht kannst du ganz kurz noch sagen, wie du das erarbeitet hast, wie weit, du hast vorhin den Begriff Storyboard genutzt, also du hast offenbar sehr klar ein Drehbuch erarbeitet, ein Storyboard und das dann 1:1 umgesetzt, oder wie weit sind Bilder, Folgen erst bei der Arbeit entstanden und sozusagen auch ein bisschen durch Eingebung gewachsen? Ja gut, das kann man ja immer nicht so genau sagen, wie das mit der Kreativität läuft, aber ja, es sind im Prinzip genau, also immer wieder über das Storyboard, immer wieder drüber arbeiten so und Material sammeln und wieder rausschmeißen und dann in der Umsetzung passiert dann doch immer auch nochmal ganz viel so, und dann lässt man nochmal Sachen weg oder es fällt einem nochmal was Neues ein, aber ja, es ist so ein meanderndes Rudern in einem großen Meer. Mhm. Und du hattest vorhin schon gesagt, das Bild auf der Klippe ist als Cover im Gespräch. Es gibt offenbar schon konkrete Pläne, dass das als Buch veröffentlicht werden soll. Vielleicht kannst du einen kleinen Ausblick geben. Ja, zum Glück. Also ich habe 2 Verlage, also Zwirner Books für Amerika und Hatikans für Deutschland. Und genau, wir sind natürlich noch auf der Suche nach einem französischen und einem schwedischen. Und ich hoffe, im Herbst nächsten Jahres fertig zu werden. Also ich bin jetzt so, näher mich der Mitte. Also es liegt ein großer Berg hinter mir und noch ein sehr großer Berg vor mir. Ich versuche es manchmal zu vergessen, aber ja, es ist okay, geht voran. Ja. Bin gespannt drauf. Wunderbar. Vielen Dank. Danke auch. Erstmal für diese Einblicke. Aisha, jetzt würde ich gerne zu dir schalten und zu deinem Projekt. Du bist ja bekannt als Künstlerin, als Autorin hinter Büchern wie Shit is Real, Alien oder zuletzt Where is Aisha? Nun Work-Life-Balance, was, wie du vorhin schon angedeutet hast, teilweise auch im Selbstverlag in Ansätzen erschienen ist, aber jetzt daraus eben ein etwas größeres Werk werden soll. Vielleicht kannst du uns ein bisschen abholen, was genau der Gegenstand deines Projekts jetzt im Kontext des Stipendiums ist. Genau, also ich hatte, wie du ja eben schon gesagt hast, angefangen, so Kurzgeschichten zu machen mit verschiedenen Charakteren. Das
ging alles darum, also alle Charaktere finden sich irgendwie in einer Therapie, also immer mit der gleichen Therapeutin. Und das ist irgendwie dadurch entstanden, dass ich, also bei mir ist es immer so, dass ich von vorigen Buchprojekten noch so die Figuren irgendwie so mittrage und quasi aus Shit is Real die Figur, so fing das an mit Work-Life-Balance, ich sie eigentlich dann nach Shit is Real in eine Therapie geschickt habe. Das war aber im Stil und in der Mache ganz anders, also viel, sag ich mal, Cartoon, also mehr so Cartoon-artig, sarkastischer, so ein bisschen so ein bisschen die Schwere von so einer langen Graphic Novel zu nehmen und nochmal die Figur neu aufzuarbeiten. Und dann habe ich mehrere Hefte gemacht. Und halt eins machen. Ich fand das irgendwie interessant aufzuholen mit einem neuen Stil und auch ein bisschen, also die Figuren sind eigentlich wie so Karikaturen, Figuren, die sowieso schon in meinen Comics kommen. Also eine Karikatur von einer Karikatur eigentlich. Und Work-Life-Balance, der Titel stand schon von Anfang an und das steht für mich irgendwie für so eine Generation, aber irgendwie auch für viel mehr als das. Also das ist nicht nur eins zu eins sich um Work-Life-Balance dreht, also Bezug zu Arbeit im Verhältnis zum Leben und Wohlbefinden, sondern eigentlich viel mehr Fragen da drin zu finden sind. Und ja. Ich muss gerade kurz fragen, bei mir steht das Bild. Ich muss kurz fragen, ob ihr mich noch hören könnt. Du bist gut zu hören. Und bei mir... Es scheint alles zu funktionieren. Okay, super. Okay, weil bei mir ist es eingefroren. Wollte nur mal sicher gehen. Okay. Nee, genau. Bist gut zu hören. Und zu Work-Life-Balance, weil du gerade schon gesagt hast, in diesen Heften gab es eben oft ja auch so eine humoristische Note. Mir ging das auch so bei der Lektüre dieser Hefte, die in den vergangenen Jahren erschienen sind, dass nach Shit is Real, was sehr ernsthaft sich ja auch teilweise mit ganz existenziellen Fragen beschäftigt hat, war bei Work-Life-Balance bei den Heften für mich gerade dieses Humorvolle sehr bezeichnend. Das ging ja um Zwischenmenschliches, um Dating-Szenen, die aus dem Ruder laufen, um Therapieerfahrungen mit Therapeutinnen, die selbst da teilweise etwas schräg drauf sind, also sehr unterhaltsame Dinge. Wie weit sind die auch von realen Lebenserfahrungen inspiriert, diese Geschichten? Also ich selber gehe nicht zur Therapie, das fragen mich dann natürlich viele, ob das irgendwie so eine Art Abhandlung ist. Also es geht auch nicht vordergründig um so eine echte Therapie, sondern eigentlich ist auch in diesen Heften so die Therapeutin fast wie so eine Projektion, würde ich sagen, von diesem Protagonistinnen. Also deswegen ist sie auch so skurril und total unprofessionell. Also ich glaube, das war so ein bisschen die Lust, die mich gepackt hat, auch so ein bisschen das alles so ein bisschen aufzudecken und aufzulockern und irgendwie wie eine richtig unprofessionelle Therapeutin, die teilweise auch ihren PatientInnen Beruhigungsmittel gibt. und ich denke, das sind jetzt mehr so wie drei Kurzgeschichten, die auch miteinander verbunden sind, aber eigentlich drei unterschiedliche Handlungsstränge. Und die behandeln eigentlich alles Fragen, also wie du schon sagtest, also ein Dating kann man das vielleicht nennen, vielleicht ist das auch eher sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, ist bei der einen Geschichte, dann die andere ist eben so eine gescheiterte Künstlerin. Das ist eigentlich auch so ein ausgeleiertes Thema, was ich irgendwie hoffe, nochmal so ein bisschen neu aufzugreifen. Die sich mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich Kunst oder den Wert von Kunst. Und dann gibt es noch die Figur einer anderen gescheiterten Persönlichkeit, Rex, der Programmierer ist, aber eben trotz Nachfrage eigentlich, wenn man meinen möchte, keine Jobs bekommt und zurückgewiesen wird von allen Seiten und dann so ein bisschen abdriftet
Witzigerweise war das ja noch vor Corona, hatte ich die Idee, dass er so ein bisschen so Richtung Verschwörungstheorien abdriftet. Jetzt passt das noch umso mehr. Genau, das sind so die Fragen, die mich so beschäftigen. Themen, die nicht eins zu eins, die ich nicht so eins zu eins behandeln will, wie sie auch in unserer Gesellschaft, sondern eigentlich mehr so durch so eine, durch so ein Vergrößerungsglas, ein humoristisches Vergrößerungsglas eigentlich. Irgendwie so einer skurrilen, aus einer skurrilen Perspektive. Vielleicht kannst du uns ein bisschen in deinen Arbeitsprozess einführen. Hier sieht man ja eine Seite, wo auch Skizzen zu sehen sind. Und bei den drei Heften, die so im Zine-Format veröffentlicht wurden, fand ich eben besonders charmant, dass die auch so einen ganz direkten, fast skizzenhaften Stil hatten. Hier sind jetzt teilweise die Bilder schon etwas ausgefeilter, etwas raffinierter. Man hat aber trotzdem das Gefühl, dass da so ja, das Skizzenhafte immer noch zu sehen ist. Vielleicht kannst du uns ein bisschen in deinen Arbeitsprozess einführen, wie weit du Skizzen machst, wie weit du auch teilweise bei diesem Skizzenergebnis bleibst und das dann kolorierst, um so ein Gefühl von Unmittelbarkeit zu vermitteln, oder wie weit du das dann noch weiter raffinierst und verfeinerst und ein bisschen wieder wegkommst vom Skizzenhaften, vielleicht auch für die Buchform jetzt, für das längere Format. Das ist irgendwie so ein ständiger Kampf, habe ich so das Gefühl, mit mir selbst. Also, dass ich, also ich arbeite ja generell sehr skizzenhaft, weil ich auch sehr normalerweise sehr schnell arbeite. Also schnell im Sinne von Idee, Skizze, fertige Zeichnung. Also dieser Prozess, der muss für mich schnell gehen, weil das irgendwie diese Unmittelbarkeit für mich ganz wichtig ist, also dass ich irgendwie dieses, also eine Idee direkt auf Papier bringen kann, ohne viel vorher zu planen. Ich merke aber, dass es bei dem Projekt jetzt sich total ändert, also wie ich sonst arbeite, sehr, sag ich mal, intuitiv und direkt sich jetzt mehr darin gewandelt hat, dass ich viel mehr plane im Vorfeld, Storyboard, also quasi ein Skript richtig schreibe. Das habe ich vorher nie gemacht. Und dadurch wird automatisch, wie du jetzt auch im Vergleich meintest, die Arbeit viel ausdefinierter, weniger skizzenhaft. Und ich glaube, ich bin gerade noch so ein bisschen in diesem Prozess, wo ich finden muss, wie, womit fühle ich mich irgendwie wohl. Und ich glaube, zu einem bestimmten Grad, wenn man es mehr plant, kann man weniger das skizzenhaft aussehen lassen. Und dann kommt noch dazu, dass ich Work-Life-Balance tatsächlich zum Großteil, zumindest die Seiten, die, die eingereicht wurden für das Stipendium, digital gezeichnet habe. Also komplett von vorne bis hinten, was für mich eigentlich auch sehr neu ist. Ich habe schon viel als Illustratorin digital gearbeitet, aber die Comics waren eigentlich immer analog bisher. Und ich bin mittlerweile jetzt im Laufe des Jahres eigentlich wieder dabei angekommen, es doch wieder analog zu zeichnen, weil mir eben auch so eine Intimität fehlte mit dem, mit eigentlich eher so mit der Umgebung. Also man setzt sich hin und hat das Blatt Papier und hat irgendwie so eine, wie so eine Beziehung auch zu dem Medium, die mir irgendwie beim Digitalen fast wieder schon ein bisschen fehlte. Obwohl das Digital natürlich auch sehr viele Vorteile hat. Und ich habe jetzt, also es wird noch mal ein bisschen anders aussehen auf jeden Fall als die Seiten, die ich weiß jetzt nicht, ich kann nicht sehen, was du aktuell einblendest leider, aber ich weiß ja, was ich dir geschickt habe. Also die Sachen, die quasi eingereicht wurden zum Stipendium, es wird noch mal alles ein bisschen anders aussehen. Also das ist, kennt, glaube ich, jede Zeichnerin und jeder Zeichner, dass man nochmal 10-mal alles umschmeißt und man sich immer noch nicht richtig entscheiden kann. Genau, und jetzt werde ich erst mal schreiben und erst dann im Nachhinein alles zeichnen, damit ich da alles in einem Wisch habe. Ja, wir zeigen jetzt gerade ein Bild zum Abschluss nochmal von den Zines, von den Einzelveröffentlichungen, die du schon publiziert hattest in den vergangenen Jahren, die man ja hin und wieder auch auf Comic-Festivals, wenn es sie denn wieder gibt, vielleicht noch entdecken kann. Vielleicht kannst du zum Schluss einen kleinen Ausblick geben, wie weit gibt es da schon Pläne, wann da ein Buch absehbar veröffentlicht werden soll für Leute, die jetzt neugierig geworden sind? Also Termin steht jetzt für Herbst 2021, also nächstes Jahr im Herbst soll es erscheinen bei Reprodukt. Und das ist dann hoffentlich auch
der letzte Termin. Also angedacht war Frühjahr, aber ja, also jetzt mit diesem Jahr hat sich nochmal alles, denke ich, bei vielen Leuten ein bisschen verschoben. Und das Stipendium hat mir auch die Möglichkeit gegeben, auch nochmal Sachen umzuschmeißen und zu ändern und nochmal neu anzusetzen. Und ja, also Herbst soll es auf jeden Fall definitiv wunderbar erscheinen. Dann. Sehr schön, Aisha. Vielen Dank erstmal für die Einblicke in dieses Werk. Ich danke dir dafür. Ja, und jetzt schauen wir uns mal die Arbeiten von Mazen etwas genauer an. Mazen, you're well known not only as a musician, as you mentioned, but also as an artist who has published books such as Beirut Won't Cry. You recently had a very impressive exhibition in the IFA Gallery here in Berlin until this summer in the presence, absence of Mazen Kerbash. Now in the book Antoine, of which three small installments have already been published in French, but it's obviously the beginning of a much larger project. You are exploring the history of your family as well as Beirut before the Civil War. Maybe you can tell us a bit about how this project emerged. So just a moment. Ich habe ihn jetzt kurz gefragt. Er ist ja bekannt als Autor von Büchern wie Beirut Won't Cry. Hatte kürzlich eine Ausstellung hier in Berlin in der IFA-Galerie in the presence, absence of Mazen Kerbash. Und ich habe ihn gefragt, wie weit er jetzt, ob er uns erzählen kann, wie er zu diesem Projekt Antoine gekommen ist, was nicht nur die Geschichte seines Vaters, des Schauspielers Antoine Kerbash, erforscht, sondern auch die Geschichte Beiruts und den dortigen Bürgerkrieg. So how did this project emerge, Mazen? It's many things that came together, actually, but the real trigger was when a publisher of theater books, a Lebanese publisher who translates things like Beckett or Ionesco to Arabic and publish them, asked me if I would like to work something, comics, around theater, knowing my interest in this and, of course, my father's history in the modern theater in Lebanon. So the idea came to try to adapt this play that my father was playing when the Civil War started. So I hear since very young that my mom was pregnant with me. And then the Civil War started. Of course, nobody knew it was a Civil War, but like when this first thing happened, they always said, yeah, we were playing this play. And then we said, okay, we cancel tonight. We will play it tomorrow again. Then they went back home, then they never played it again. And the decor of the play stayed until the 80s. It stayed for 7 years in place. Just this idea, I really loved this idea of stopping something, not knowing what will happen, and then what happened next. Translate. So Mazen erzählt, dass ein libanesischer Verlag auf ihn zugekommen ist, der vor allem Theaterbücher und Theater Schauspiele veröffentlicht, der Dramen veröffentlicht und sein Vater ja ein bekannter Schauspieler war und dieser Verlag ihn gefragt hat, wie weit hätte er Lust, ein Buch zu machen, das auch das Theater, das Thema Theater aufgreift, die Arbeit des Vaters. Denn der Vater hatte damals gerade ein Stück einstudiert, als der Bürgerkrieg in Libanon begann. Und es wurde dann immer wieder verschoben und verschoben und verschoben und die Dekorationen dieses Stückes sind dann noch 7 Jahre da stehen geblieben, weil der Krieg eben immer weiterging. So the decoration for the play was still there. And you were born round about that time, is that correct? I mean the war that we are talking about started in the mid-70s? Yeah, 75. Right? And that was roughly when you were born. Mm-hmm. So how did you approach the research? How did you dive into this time? Wie hat er die Forschung, wie hat er die Recherche erarbeitet? Denn er wurde gerade geboren, als der Krieg damals begann, 1975. How did you enter this research project? So after trying to adapt this theater play, I really moved away from it and it became much bigger. I took this first point, so when they stopped this theater play and when I was born 2 months later, and I went back in history for what happened before, because I really went to search of what my father was until this point where the Civil War started and what happened next. So I'm not interested at all in the Civil War itself, and I'm not interested in what my father did since, because I know this. So it's really a research on how this man who started adapting Ionesco and Sartre in the 50s became a superstar in Lebanon in the 80s on TV, etc. So I really wanted to go back to this
golden age of Lebanese intelligentsia and arts, etc. Ja, sein Ansinnen war nicht, die Geschichte dieses Theaterstücks ausführlich zu erzählen. Das hat sich dann im Laufe des Projekts immer weiterentwickelt, dass er mehr und mehr die Vorgeschichte erzählen wollte, die Vorgeschichte seines Vaters, denn auch der Krieg interessiert ihn jetzt nicht als Geschichte. Vieles davon ist erzählt worden, vieles davon ist bekannt, sondern die Vorgeschichte vor allem des Vaters, der als Star in Ionesco und Sartre Stücken bekannt wurde, dann später im Fernsehen ein großer Star war. Also immer die Vorgeschichte. And here I think we see one scene out of the book, as I said, which partly has already been published in French. And my impression is from reading the first three installments that is it is quite often a dialogue between your father and some maybe fictional characters. Here there's a dialogue between a puppet, maybe a very large puppet on a theater stage. Is this the stage you were talking about? Yes. Ist das jetzt die Bühne, wo der Vater sein Stück inszenieren sollte? Yes, so this is the play. Actually, I can say a little bit of these three chapters. So the first chapter is really the adaptation of the first scene of this play. And then the second chapter, we see the all the actors and the troupe after the play waiting to play the second time. So they played two times. It was a Sunday. They played the first matinee and then they were waiting. And then it happens, like the war started, or so they cancel this thing, they go home, and then the third chapter is really about the war. So here you see, I really adapted the first 2 months of the war. Like I took a newspaper and I really adapted images from them. Like I just redrew images from these newspapers. And then I will go back little by little to other plays. So at some point there will be an adaptation of Ionesco, Le Roi Sommeur, one part of it, then of Hamlet, like plays that were very important for my father. And the thing is, like one very important thing is since I started doing this, my father was diagnosed with Alzheimer, and now it's the sixth year. So he really, now he is at a point where he doesn't recognize me anymore. He doesn't recognize himself. He knows his name, but he doesn't know what it represents. So people see him on the street. They tell him hello. Of course, they recognize him. He doesn't even know what it means. So he just think it's friends or something. And for me, it's becoming really more and more difficult each new chapter to look for his memory while he is losing it. So it's a kind of very tough thing to do. But also very, I'm very passionate about it. I feel I have to keep his memory somewhere. And it's not really his memory. It's his memory through my memory. It's really biography and autobiography together. Mm-hmm. Also Marzen erzählte, dass am Anfang im ersten Kapitel das Theaterstück tatsächlich eine wichtige Rolle spielte, wo die Schauspieler zweimal dann auch auf der Bühne mitstanden. Und dann kam der Krieg, der dann in den Folgebänden immer mehr eine Rolle spielt. Und er hat mithilfe von Zeitungsausschnitten und anderen Dokumenten da eben auch viel jener Zeit rekonstruiert und hat dann immer mehr auch andere Stücke, die der Vater gespielt hat, Ionesco, Hamlet und so weiter, damit verwoben und hat das miteinander dann in Beziehung gesetzt. Der Vater ist vor 6 Jahren an Alzheimer erkrankt und hat seitdem mehr und mehr seine Erinnerungen verloren. Er kennt jetzt den eigenen Sohn nicht mehr, geht auf der Straße spazieren, wird dort von Leuten immer noch erkannt als der berühmte Schauspieler und kann die oft gar nicht einordnen, sodass die Arbeit an diesem Projekt von Marzen, wie er sagt, jetzt auch ein Weg ist, nach der Erinnerung zu suchen, als Künstler, der Marzen eben ist, aber auch die Erinnerung des Vaters da thematisiert werden, sodass es eine Mischung ist aus Memoiren oder Biografie des Vaters und Erinnerungen des Sohnes. So you said now it's you're attempting to have the memories of your father in your work as well as your own research. The book is structured in a way that often you said you use newspaper clippings, you use real life documents, but there are also dialogues between your father and a fictional character, between your father and your mother, a lot of dialogues. How did you do the research? How much did you have a chance to actually interview your father before Alzheimer was diagnosed? Or do you have to use other sources? Ich habe gefragt, welche Quellen er benutzt, ob er den Vater vorher noch interviewen konnte, bevor bei ihm Alzheimer diagnostiziert wurde, oder wie er die Recherchen für dieses Projekt gemacht hat. I did some interviews. I conducted with him interviews in 2009, where he was really still in very good shape. And then in 2015, where he was beginning to forget. And then in 2019, where I showed him the first book, he didn't even know that it's him.
So the interviews helped me for some things where it was really important to know. It's things that I know, it's really in the family legend, like all these stories I know since very young. But I needed to know exactly which piece was played in this year and when his father died, what was the play, etc. But also I imagined a lot, so like all the discussions that happens after the play when they are in the restaurant, I really imagined, I know some of the characters, some of these actors, like they were like my uncles when I was young. So I really like to imagine how this guy would have answered or what would be the kind of discussions they would work on. So it's really not, I'm not trying at all to do a historical work, and I don't care if there are historical errors or something. It's really the history of my father through my own eyes. It's not his history. It's not objective at all. It's totally subjective. Ja, man sagt, das ist jetzt nicht der Versuch, ein Geschichtsbuch zu schreiben. Es ist nicht die Geschichte, wie sie in der Realität immer dokumentiert ist, wenngleich er schon davon vieles aufnimmt. Er hat 2009 den Vater interviewt zu diesen ganzen Vorgängen, als der Vater sich noch sehr gut erinnern konnte. 2015 ihn erneut interviewt, als er vergesslicher und vergesslicher wurde. Und 2019 dann nochmal versucht, aber da hat der Vater ihn schon nicht mehr erkannt, aber viele Geschichten sind trotzdem innerhalb der Familie überliefert worden, von denen er jetzt auch einiges aufgenommen hat, was auch andere Familienmitglieder und andere Menschen weitergetragen haben. Allerdings hat er auch viel imaginiert, imaginierte Figuren, imaginierte Antworten, weil er eben sein eigenes Werk machen möchte, seine eigene auf der Realität basierte Geschichte. Man konnte im Museum neulich auch einige Dokumente sehen, die unter anderem dafür benutzt worden sind, aber es soll eben auch ein Werk sein, was weit über die Historie hinausgeht und dann eine ganz eigene Erzählung ist. So, thank you very much for sharing this with us for now. Given the time frame, we're just going to make a brutal cut here. No worries. But thank you very much. One last question. Is there a plan already when and if this might be published in German? Because so far the first chapters are only published, have only been published in French. Mm-hmm. Are there any publishing plans for people who became curious now? I'm thinking more and more to put these three together as one volume in German or in English. But with the COVID situation, I'm like everybody, I'm slowed down and I work on, my work is very erratic, but you remind me now, I should send it to a publisher. I'll do it soon. Maybe some publishers are watching today and will get curious about this. Thank you very much. Vielen Dank. Thank you. Sophie, 6 Monate Paris. Mhm. Das ist schon absehbar, wann du das machen wirst. Im Moment ist ja ganz schwer, überhaupt zu planen. Ja, also ich wollte eigentlich schon in Paris sein. Also im November wär ich gestartet. Fahre jetzt aber am 1. Dezember hoffentlich. Lockdown-Regelungen in Paris sind gerade auch ein bisschen lockerer. Also habe ich jetzt dann nur noch 5 Monate vor Ort und hoffe auch, dass dann im Januar die Museen wieder öffnen. Und weil ich halt, wie gesagt, mich mit der Entstehung der Naturwissenschaften in Europa und auch der Veränderung der Naturwahrnehmung beschäftigen möchte mit dem Beispiel des Jardin des Plantes. Und dort sind sehr viele Museen ja auch auf dem Gelände und der Botanische Garten mit den Gewächshäusern. Und wenn das alles nicht offen ist, dann fällt es mir natürlich sehr schwer, dort vor Ort zu zeichnen und mein Projekt so umzusetzen, wie ich es geplant hatte. Ja. Ja. Wenn du dann in Paris bist, wirst du ja in der Berliner Künstlerwohnung wohnen, die in früheren Jahren immer Künstlerstipendiatinnen aus anderen Disziplinen zugänglich war. Jetzt seit einigen Jahren auch Comic-Künstlerin. Ich hatte die Chance, mir das auch selbst mal anzugucken. Es ist ja genau dort gelegen, wo auch ganz viele Museen sind drumherum. Ich weiß nicht, wie weit dann auch die Orte deiner Recherche da in der Nähe sein werden. Hast du schon so ein bisschen so einen Schlachtplan, wie du das Projekt angehen wirst? Also es gibt ja zum Glück auch viel Literatur und Texte auch über die Entstehung der Naturwissenschaften. Also ich werde erstmal, wenn ich jetzt noch nicht direkt in die Museen dort kann und mache ich jetzt auch schon natürlich recherchieren. Und der Botanische Garten liegt von mir, glaube ich, so 15 Minuten zu Fuß. Also ich kann dort jeden Tag ganz entspannt hingehen und möchte dann vor Ort zeichnen und erstmal Ideen und Inspirationen sammeln und mir auch alle Orte ganz genau angucken, weil es halt wirklich, ich war schon öfter dort, auch in Paris, und dann immer bin ich auch in den Jardin des Plantes gegangen, weil es irgendwie hat mich irgendwie immer sehr fasziniert und angezogen, weil auch die Museen dort noch sehr altmodisch sind mit Schaukästen und wirklich noch nicht renoviert. Also es hat schon auch seinen Charme und auch einen sehr kontroversen
Scham, wo ganz viel Geschichte mit reinspielt, also Kolonialismus und die Aneignung von anderen Kulturen, und botanische Gärten sind ja auch Orte, wo, sag ich mal, die Exotik und andere Pflanzen ausgestellt werden, die bei uns gar nicht heimisch sind, und das finde ich ein spannendes und sehr kontroverses Thema. Mhm. Ja. Und du hast ja auch in früheren Arbeiten, habe ich zumindest so das Gefühl, wenn ich mir Bilder von dir angucke, immer wieder dich auch mit Themen wie Naturwissenschaften beschäftigt, die Entwicklung von Wissenschaftsgeschichte. Was reizt dich an diesen Themen und wie hast du in diesem konkreten Fall das Thema gefunden oder wie hat das Thema dich gefunden? Ja, also das Wesen der Natur fasziniert mich irgendwie schon immer, und auch der Mensch, wie er mit seiner Umwelt umspringt, und auch der, im Zeitalter des Anthropozän. Und ja, das zieht sich wie so ein roter Faden durch meine Arbeiten. Also ich habe mich auch in der Vergangenheit mit zoologischen Gärten beschäftigt, oder auch ja generell mit utopischen und dystopischen Zukunftsvisionen, und irgendwie hat dann so eins zum anderen geführt. Also ich fand diesen Ort sehr spannend, wollte mich dort noch tiefgehend damit beschäftigen, und dann ist so eins zum anderen gekommen. Mhm. Ja. Auf deiner Website kann man ja einige deiner bisherigen Werke sehen. Das hier ist, glaube ich, eine Doppelseite aus der Publikation Im allerkleinsten Kreis. Mhm. Auch da das Verhältnis Mensch-Natur offensichtlich ein Thema, aber wie du am Anfang eben auch schon sagtest, kein Comic im klassischen Sinne, weil du bisher kaum oder gar nicht mit Worten gearbeitet hast. Wie weit hast du vor, jetzt da vielleicht auch eine andere Form mal auszuprobieren, nicht zuletzt, weil du mit einem Comic-Stipendium gefördert bist? Ich meine, der Begriff Comic hat sich ja in den vergangenen Jahren immer mehr ausdifferenziert, und man kann auch deine Arbeiten ja sequenziell lesen und sie insofern auch als Comic verstehen im weitesten Sinne. Aber wie weit hast du trotzdem vor, jetzt auch stärker so Comic-typische Elemente wie zum Beispiel die Verschränkung Bild, Text in deinem Werk aufzunehmen? Also ja, möchte ich auf jeden Fall. Ich möchte wie so mit Bildtafeln arbeiten und meine Recherche in Textform auch in meiner Zeichnung mit einfließen lassen. Und ich finde es gerade bei dem Thema spannend, diese Verbindung wieder vielleicht von Wissenschaft und Kunst an die so anzuknüpfen und auch an diese Tradition von Sammlerbuch, Herbarium, Archiv. Da möchte ich vielleicht auch mit Archivmaterial arbeiten und das so mit meinen Zeichnungen kombinieren. Und ja, also ich glaube, es ist sehr spannend, wenn ich dann anfange, Text und Bild zu vereinen und das nicht nur für mich in meiner Recherche zu nutzen, weil ich glaube, da kann ich meiner ganzen Arbeit auch nochmal so eine andere Gestaltungsebene verleihen. Ja, und wie weit wirst du dann auch vor Ort, also in deinen bisherigen Werken finde ich viel Pflanzen, Tiere, Menschen, eher seltener, aber das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, wenn man sich die Entwicklung der Naturwissenschaft anguckt. Wie weit wirst du das sozusagen über die Pflanzen und über die Tiere erzählen wollen? Wie weit werden da auch Menschen eine Rolle spielen? Wirst du vielleicht sogar Interviews machen? Wie muss man sich deinen Arbeitsprozess dann ganz praktisch vor Ort vorstellen? Ja, also ich glaube, ich möchte mich schon eher auf die Pflanzen und Tiere fokussieren und die vielleicht auch eher sprechen lassen, aber natürlich vielleicht trotzdem durch ein paar Worte, die Menschen, die sich natürlich mit den Naturwissenschaften beschäftigt haben, gesagt haben. Also jetzt vielleicht Humboldt, um jetzt mal so den Gängigsten zu nennen. Aber also mein Fokus ist, glaube ich, immer eher auf den Dingen, die nicht so viele Stimmen bekommen. Die Menschen sind eher bei mir zweitrangig, und eher die Objekte und die Pflanzen können vielleicht manchmal auch viel mehr sagen oder viel geheimnisvoller oder direkter sein. Ja, ich bin sehr gespannt auf das Projekt. Hier sieht man noch ein paar weitere Bilder aus früheren Werken, die unter anderem, wie gesagt, eben auch auf deiner Website zu finden sind. Ich danke dir erstmal sehr herzlich für die Einblicke in dieses Projekt, und ich danke euch allen sehr herzlich für die vielen spannenden Hintergründe, die ihr vermittelt habt. Ich wünsche euch alles Gute für das weitere Schaffen an diesen Werken. Danke euch da draußen zum Zuhören und viel Spaß weiterhin bei der Comic-Invasion Berlin. Danke.